China möchte sich entwickeln. Ich glaube, China hat auch ein Anrecht darauf, sich zu entwickeln. Und von daher ist meiner Meinung nach viel wichtiger, als dass Europa diesen Entwicklungsanspruch China ernst nimmt, statt so einen geopolitischen Großmachtanspruch oder Großmachtfantasie sozusagen Chinas zu verdächtigen. Und in diesem Sinne würde ich sehr begrüßen, dass zum Beispiel Europa oder Deutschland, eventuell auch in ihrem Sinne, die chinesische Kultur, die chinesische Kultur bedeutet nicht nur die traditionelle chinesische Kultur, sondern auch die gegenwärtige Entwicklung, noch intensiver studiert, also um einfach das Gefühl für sich zu entwickeln, nämlich was möchte China eigentlich erreichen.